Sie wollen warnen, sind maskiert und sie nennen sich Anonymous. Die Gruppe kämpft gegen einen mächtigen Feind, nämlich die Scientology-Kirche. Mit Hackerangriffen haben sie die Internetseiten der Sekte lahmgelegt. Jetzt haben sie ihren Protest auch auf die Straße verlegt. Ihr Ziel ist ein Verbot von Scientology. Der Kampf gegen Scientology ist nicht zu überhören. Anonymous greift vor der Zentrale in Berlin zu einfachen Mitteln. Die Aktivisten sind anonym und maskiert, protestieren unter den wachsamen Blicken der belagerten Scientologen. Was soll ich sagen? Dummheit ist in Deutschland nicht strafbar. Ich glaube nicht, dass diese Leute nur dumm sind. Ich glaube, dass sie halt falsch informiert sind. Kenner der Szene jedoch sind sich sicher, die Aktionen tun Scientology richtig weh. Eine Hauptregel bei Scientology: niemals zulassen, dass kritisch mit uns umgegangen wird. Und das passiert gerade weltweit. Hinter den Aktivisten steckt eine Gruppe, die seit Januar rund um den Globus vernetzt ist. Ohne Anführer. Jeder kann mitmachen. Er war der Auslöser für die Protestbewegung. Tom Cruise mit seinem bizarren Scientology-Bekenntnis. Christian Mackert will aufklären und hat jede Menge Erfahrung bei den Scientologen gesammelt. Vor einem Jahr ist er ausgestiegen. Das ist in den Augen der Scientologen ein schweres Verbrechen. Ich habe jetzt heute zum 6. Mal in einem Jahr meine Handynummer ändern müssen, weil ich mittlerweile schon wieder Drohanrufe auf meinem Handy kriege. Die Aktivisten von Anonymous sind überzeugt, hinter den Scientologen steckt eine gefährliche Sekte. Sie wollen weitermachen, bis die Organisation verboten wird.